Herzlich willkommen zurück zu unserer Qual durch Platin-Nuzlocke. Wir quälen uns echt irgendwie total durch und verlieren ständig Pokémon. Ich hatte jetzt auch wieder gesagt, keine Zeit zu grinden. Ich werde danach endlich mal grinden und dann wahrscheinlich mal gucken, auf welchem Level der nächste Arena-Leiter ist. Und dann werde ich mal gucken, dorthin zu grinden. Das Problem ist ja teilweise wirklich, die Erfahrung ist da nicht ganz so hoch alles, ne? Mhm. Da werde ich mal schauen. Also werde ich mal schauen, dass ich vielleicht cheate, auch wenn ich es nicht unbedingt will. Na? Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ganz ehrlich, wenn man die Serie hier täglich machen will, ne? Mhm. Da habe ich keine Zeit, dann 4 Stunden am Tag zu grinden. Da will man es mir doch auch irgendwie verzeihen. Ich kenne auch, glaube ich, keinen YouTuber, der dann da normal grinden würde, ne? Ja. Weil dann ist wirklich so teilweise der Kompromiss, ja, entweder die Serie ist nicht täglich, weil dann würde ich einfach dann so in verschiedenen Sessions dann einmal am Tag so 1 Stunde grinden oder so, ne? Ich meine, das Problem ist ja teilweise nicht mal, dass ich so nicht die Zeit hätte, nur ich will ja aufnehmen, damit ihr seht, dass ich grinde, ne? Mhm. So. Und das heißt beispielsweise, sonst könnte ich ja denken, ja gut, ich sitze so, ich sitze in der Bahn auf dem Weg zur Uni, ne? Grind ein bisschen. Ne? Mhm. Ich sitze gerade auf dem Klo, ich grind ein bisschen. Halt das, was man dann so typischerweise machen kann, wenn man es nicht aufnimmt, ne? Mhm. Aber es funktioniert hier ja nicht. Es funktioniert hier ja nicht, weil ich es ja aufnehmen muss, damit ihr auch da seht, wie ich grinde. Ja. Damit ihr ja nicht ankommt, könnt, ja, da sind alle Pokémon in der Grinding-Montage gestorben. Ich glaub's dir nicht, das ist voll das. Auf der Route haben wir immer noch kein Pokémon gefangen. No. Und ich glaube, ich setz mal Gandalf nach vorne. Denn ich habe mich ja dazu entschieden, Gandalf mitzunehmen, auch wenn ich es niemandem gesagt habe. No. Lass mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Denn wir versuchen in diesem Part diese Route hier einfach nur zu schaffen. Das ist mein einziges Ziel für diesen Part. Diese Route schaffen. Und jetzt müssen wir am Pokémon-Züchter Nils, der falsch geschrieben wird, vorbei. Oh. Wie wird er denn geschrieben? Der schreibt sich mit IE, das ist falsch. Ui. Die coolen Nils werden ohne E geschrieben. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh mein Gott, Evoli, Hex hier. Stachelspore geht zweimal daneben. Nice. Oh. Gandalf erreicht Level 6. Gandalf wird noch so ziemlich das Nervigste, glaube ich, zu sagen. Wobei, das geht gerade relativ schnell. Gandalf ist so viel zu nervig. Nur hat er halt keine Attacken. Das heißt, wir müssen mal Switch trainen. Was natürlich total gut funktioniert, wenn man das Ganze auf Set hat, wie wir es ja eingestellt haben, damit das Spiel ein bisschen schwerer ist. Ich glaube, das ist so ziemlich einer unserer größten Fehler gewesen. Ne? Hm. Stell das Spiel auf Set. Ganz ehrlich, jetzt wo ich mir so überlege, ne? Stell das Spiel auf Set, was? Also, dass du das hier mit Folge, das heißt, glaube ich, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Folge, ne? Dass du nicht immer gefragt wirst, ey, yo, der möchte das einwechseln, möchtest du wechseln? Na. Ne? Und wo ich mir jetzt gerade wirklich so überlege, ne? Mhm. Es ist ganz ehrlich so... Oh nein, jetzt sind wir verwirrt. Das ist ganz ehrlich, das ist, glaube ich, echt so eine der Sachen, die uns so richtig in den Arsch beißen. Ne? Mhm. Weil ansonsten sehr oft, wie beispielsweise bei dem Chelka-Rein, ne, hätte der nicht eine freie Runde an Schaden gehabt. Na. Man hört dich voll tippen. Entschuldigung, ich liege gerade deswegen. Ja. Aber mir tut alles weh. Schatz, du musst mich Samstag massieren. Oh. Oh. Bisher hat sich Wilma noch nicht selbst geschlagen. Das finde ich gut. Und Wilma ist nicht mehr verwirrt. Wilma! Normalerweise schlagen sich meine Pokémon durchgehend selbst. Meine auch. Und damit haben wir den Typen, der seinen Namen falsch schreibt, erledigt.
Oh, mit dem hier werde ich noch reden. Jetzt haben wir zwei Pokémon-Folgen, in denen Melly die ganze Zeit rumstöhnt. Hm, eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja, dann sind wir ja gleich in der Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Jetzt haben wir eine Angel. Wir haben nachgeguckt, was wir hier angeln können. Wir könnten einen Carpador oder ein... Nein, du musst mir nicht erklären. Ja, ich habe gesagt, du musst mir das nicht erklären. Wir könnten entweder einen Carpador oder, meine lieben Freunde, oder... ein Goldini fangen. No, thank you. Ne, wir wollen keins von beiden. Oh. Da gehe ich lieber hier weiter in der Hoffnung. Was war, konnte man Carpador und Goldini? Ja. Da renne ich lieber hier weiter durch das Gras in der Hoffnung, ein Zwielicht zu finden. Du bist entkommen. Ja. Yay. Weil ganz ehrlich, das Problem ist ja bei Carpador, ne? Es wird zwar so eine mächtige Garados, aber... Es hat das Gandalf-Problem. Ja, es ist total nutzlos. Oh, come on. Können wir in irgendwas anderes reinlaufen als in Roselia? Bitte? Pretty please? Nope. Das wäre voll cool. Okay, ich versuche jetzt noch einen Pokémon, ansonsten renne ich nochmal eben zum Pokémon-Center, weil mich nervt das, wenn Nils paralysiert ist. Nö, wir rennen immer nur in Roselias. Alter! Fuck you, Roselia! So viel zu 10% Zwielicht. Und jetzt echt einfach durch die Dupes-Claws, dadurch, dass wir dann... Ich hab selber nachgeguckt, das stand da! Ja. Ich hab's ja auch, ich meine ja trotzdem nur, deswegen 10%, ja klar, ne? Jetzt benutzt er auch noch Egelsamen. Egal, Nils ist entkommen. Schauen wir mal, wenn wir hier jetzt noch runtergehen. Treffen wir auf einen Pokémon. Wird das jetzt das letzte Zwielicht, das Zwielicht sein, was wir haben wollen? Nein, wir treffen natürlich auf einen Pidifass. Warum auch nicht, liebe Leute? Warum sollten wir nicht auf einen Pidifass treffen? Ne? Okay, es setzt Walzer ein. Ich war mir da nicht sicher. Wenn es nämlich Aquaknarre benutzt hätte, wäre das... Pidifass, you suck. Wir sterben. Hier wechsle ich mal wirklich in Wilma. Okay. Weil Wilma wird den Walzer aushalten und hat, sehr effektive Attacke Zertrümmerer gegen das Pidifass. Und dann kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Das wäre natürlich extrem gut. Auch wenn Wilma langsamer ist als ein Pidifass, was ich echt traurig finde, Wilma. Ich finde es wirklich traurig, dass du langsamer bist als ein Pidifass. Da sollten wir mal drüber reden, Wilma. Hackfleischhassende Zerhacker. Ja, der Hackfleischhassende Zerhacker. Hast du was dagegen? Woher kenne ich das nochmal? SpongeBob! Danke! Und mit der bin ich zusammen! Was? Ich hatte ja dann auch an SpongeBob gedacht, aber ich war mir nicht mehr sicher. Du sagst Hackfleischhassender Zerhacker. Ich sofort SpongeBob. Erst was mir in den Sinn kommt. SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf. Die magische Miesmuschel. Ja. Oh, was? Magische Miesmuschel. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Soll ich mich von meinem Freund trennen? Nein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Morgen, in einem Monat, erscheint endlich Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Morgen, in einer Woche, erscheint WWE 2K15! Das erscheint doch nicht im November. Morgen in einer Woche. Ja. Schatz? Ja. Nächste Woche Freitag ist der 31. Nein, diese Woche Freitag ist der 31. Hä? Ich bin gerade dabei, wenn das Video veröffentlicht wird. Ach so, ich bin gerade dabei, wenn wir das Video aufnehmen. Nein, ich mache das hier total gut, damit die Illusion gewahrt wird.
Schatz, wir sagen doch Jenny, dass wir vorher vorweg aufnehmen. Ja, und? Schütze die Illusion. Schatz, unsere Fans sind nicht blöd, auch wenn du es gerne so hinstellen willst. Schütze die Illusion. Ach ja, hier zwei Mädels, sprecht ihr mal. Fantasie. Wir sind stark, da wir zusammen kämpfen. Wir nehmen dich auseinander. Warum hat die eine so eine tiefe Stimme? Weil sie ein verkleideter, pädophiler Mann ist. Mobai und Pantimini. Hast du was dagegen? Ja. Ich nicht. Du, magst du Pantimimi? Pantimimi. Ich nicht. Ganz ehrlich, glaubst du, es wird einen Mega-Pantimos geben? Oh, bitte nicht. Apropos Pantimos, ich muss noch Pokémon XD durchspielen. Aha. In Pokémon XD ist es nämlich möglich, einen Pantimos mit Spotlight zu kriegen. Ich will einen Pantimos mit Spotlight. Ich meine, damit rechnet keiner! Ne? Weil das nur so schwer zu kriegen ist halt über XD, ne? Weißt du, dann geht er so raus, du hast dann da irgendwie so ein Mega-Ampharos und der denkt so mit seinem Bruder dann da, haha, ich bin schneller und so. Und sein Partymos, da habe ich doch keine Angst vor, ne? Und dann kabam, Spotlight! Draco-Meteor geht auf das Partymos, macht nichts! Yeah! Genau so will ich das machen. Soll? Nein, warte, das sollst du nicht erlernen. Soll eine Attacke vergessen werden? Aber bekannte Attacken behalten, also gut. Felswurf nicht erlernen, geht doch. Oh, ich hatte gerade irgendwie mehr Angst vor den Zwillingen, als ich eigentlich hätte haben müssen. Oh. Guck mal, ein Pikachu! Ich werfe erstmal den Pokéball da hinten. Juhu, ein Hypertrank! Jetzt reden wir mit dem Pikachu. Yay. Hallo, ich bin ein Pokémon. Guck mal, Pikachu kann reden. Das ist ja auch ein verkleideter Mann. Es ist Poké... Nein, es ist ein Mädchen. Es ist Pokékind Sieglinde. Okay, es ist eine Frau, die verkleidet ist. Das ist ein Mädchen, es ist ein Pokékind. Okay, es ist ein Mädchen, das verkleidet ist. Und sie heißt Sieglinde. Wie wenig das interessiert, dass sie sich das interessiert, dass sie Sieglinde heißt. I don't give a fuck. Das ist so ein schrecklicher Name. Sieglinde. Wuhu, Gandalf ist schon Level 11. Es sind nur noch 5 Level. Dann wird es sich endlich mal entwickeln und dann wird es endlich mal Angriffsattacken erlernen. Na. Ich glaube, gegen die Jogger, ja genau, ich habe gelesen, gegen die Jogger können wir erst antreten, wenn es morgens ist. Also jetzt haben wir brauchen wir hier ja echt keine Angst zu haben. Aber sag mal, wie gehypt bist du denn schon auf Avengers 2? Sehr gehypt. Ich habe heute den Trailer gesehen, deswegen bin ich ja total gehypt. Ich nicht, aber ich bin schon gehypt, seitdem ich Avengers 1 geguckt habe. Das denn? Avengers 1 hat gesagt. Was? Okay, nein, hat er nicht. Geh aus diesem Telefonathaus, ich verachte dich. Okay, er hat nicht gesagt, aber sie hätten ihn besser machen können. Schatz, ein Wort, durch den sie den Film hätten besser machen können. Deadpool. Hallo? Was? Ich fühle mich gerade wieder so alleine. Entschuldigung. Du reagierst nicht auf mein Wort. Was hast du gesagt? Deadpool. Yay! Was bitte? Ja, mit Deadpool hätten sie Avengers besser machen können. Oh, come on, Nils! Hör auf zu verfehlen! Oder paralysiert zu sein! Das Problem ist, du bist gerade so ziemlich unsere einzige Antwort auf Pflanzen-Pokémon. Und dahingehend keine gute Antwort.
Das soll schon mal so dahingestellt sein. Denn du hast nichts sehr Effektives gegen Pflanzen-Pokémon. Und verfehlst deine Tackle. Aber ich kann weder Misty noch... weder Misty noch Wilma in ein Pflanzen-Pokémon reinwechseln. Oh nein, eine Fee, jetzt habe ich Angst. Ja. Ich weiß, ich überlege gerade. Was meinst du, was ist für Attacken? Okay, nee, ist mir zu gefährlich. Ja, habe ich auch gerade so dran gedacht. Ich habe mich echt so gedacht, hm. Wo ist diese Finger hin und her bewegt? Okay, ja, ich weiß, Metronom. Es hat Zauberblatt. Auch nicht viel besser. Okay, noch ein Zauberblatt können wir einstecken. Hier kommt erstmal ein Zertrümmerer. Wird er töten? Ich hoffe doch. Tötet, perfekt. Ich habe nämlich gerade dran gedacht, so Driftlon, weil ich meine, Stabs treffen nicht mehr. Na? Guck mal, er hat auch ein Evoli. Mit dem Unterschied, sein Evoli ist toter als unseres. Ich möchte nur eins festhalten, ne? Du wirst nie ein Mega-Evoli kriegen können. Weil es schon das Evolied gibt. Die ist plötzlich so still. Ich glaube, ich habe sie gerade geschockt mit der Nachricht, dass es Evolied gibt. Gar nicht wahr, das weiß ich doch. Ich habe eine Bratpfanne erhalten. Noch. Jetzt kann ich endlich nichts verprügeln. So. Nee. You suck. You suck. Ich habe Tomodachi Life übrigens neu gestartet. Toll. Ja. Das haben wir nicht vor drei Parts schon herausgefunden. Ich wollte nur noch mal erwähnen. Übrigens, guckt ihr eigentlich auch unser neuestes Let's Play? WWE 2K14? Wehe, wenn nicht. Oder The Evil Within? Evil Within soll ich sogar einer auf Twitter Moritz schicken. Ja, wenn du es endlich mal hochladen würdest. Leck mich! Lad du doch hoch am Wochenende! Kannst du auch selber machen. Nö. Ganz ehrlich, hätten wir 32 Begegnungen im Untergrund, könnten wir jetzt hier ein Krippo kriegen. Geweihter Turm lesen. Er wurde offenbar vor vielen, vielen Jahren erbaut. Ja, wir können leider keinen Krippo kriegen. Dafür müsste ich losgehen und 32 Leute treffen im Untergrund. Und ich habe natürlich so viele Editionen. Und ich kenne natürlich auch noch so viele Leute, die irgendwie Platin, Diamant und oder Perl haben, ne? So 32 Stück. Der Boden wird wieder weich. So, Leo. Jetzt bin ich geschockt. Was? Ich bin geschockt über deine Aussagen. Nebenbei, diese Route hier kennt natürlich jeder, der mal ansatzweise in Diamant und Perl gezüchtet hat. Das hier ist die Route vor dem Daycare Center. Toll. Also, auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Also hoch und runter. Man fährt hoch und wieder runter. Man fährt hoch und wieder runter. So. Ja, das hat man halt so gemacht, wenn man züchten wollte, ne? Ach so, ja. Warum macht dieses Ponita so viel Schaden? Warum ist dieses Ponita so tot? Because you're awesome. Gandalf ist jetzt Level 13. Yay! Nebenbei Fun Fact, wir sind jetzt gleich genau an der Stelle, wo du Pokémon Platin aufgehört hast. Echt? Ja. Toll. Ach stimmt, da bin ich auch immer hoch und runter gefahren. Oh nein. Huhu! Oh nein. Hey Nina, ich habe hier was Tolles, pass auf. Oh nein. Was? Was denn, Alter? Worum geht's hier eigentlich?
Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll, du musst die unbedingt ansehen. Ich habe sogar die versteckte Maschine auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann. Oh Gott. Ein Glück, nochmal Glück gehabt. Ja, es war klar, dass wir jetzt nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Du kämpfst nie am Anfang einer Route und am Ende einer Route gegen den Rivalen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Vor allem macht Nintendo das nicht mehr wirklich, dass du so am Ende der Route auf deinen Rivalen triffst. No. Sehr oft ist das ja wirklich am Anfang oder relativ kurz, bevor du irgendwie heilen kannst, ne? Wo ich gerade überlege, in XY war es danach oder davor, dass man heilen konnte? Aber naja, ich habe auf jeden Fall noch einen Ort, wo wir auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen werden. Ich werde dann, glaube ich, in der Grinding-Montage, so ungern ich das auch machen will, werde ich in der Grinding-Montage wahrscheinlich versuchen, dann das Zwielicht zu kriegen, was wir noch auf der Route fangen können. Okay. Weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, da stundenlang mit euch im Gras rumzurennen, in der Hoffnung, mal ein Zwielicht zu kriegen. Wir gehen nicht hier in den Geisterturm und genau hier hast du aufgehört. Oh. Weil als nämlich die... Ich wollte ja immer weiter, aber dann hatte ich irgendwie keine Zeit oder keinen Bock. Als ich nämlich die Edition von dir gekriegt habe, warst du in diesem Turm. Und wir treffen einen Nebulak. Peace. Ein weibliches Nebulak und ich habe noch Gandalf vorne. Das ist verdammt kacke. Ich wechsle Nils und ich denke, Nebula kann relativ wenig machen. Gegen Nils. Na. Es kann Fluch einsetzen. That sucks. Naja, ich weiß nicht, ich kann auch relativ wenig gegen das Nebulak machen, deswegen. Ich werf mal lieber direkt einen Superball, weil ich irgendwie Schiss habe, dass, wenn ich jetzt wechsle, es nochmal Fluch einsetzt und es sich damit tötet. Ich glaube, man kann sich mit Fluch selber töten. Und damit haben wir ein Nebulak! Ha, jetzt haben wir Teamproblem. Okay, Driftlon fliegt raus! Yay! Weil ich liebe Alpollo. Es wird mir echt schwerfallen, das weiterzuentwickeln. Ich finde Alpollo nämlich viel besser als Nebulak. Hm. Nicht als, eher als Nebulak, sowieso als Gengar. Hm. Ganz ehrlich, wäre es männlich, würde ich Snappy nennen. Weil ich sehr gerne immer The King Nappy gucke und der hat, dessen Maskottchen ist halt ein Gengar, ne? Aber es ist weiblich. Das heißt, Udo passt auch nicht, dass uns immer vorgeschlagen wurde. Wir treffen auch nur weibliche Pokémon, ne? Ja. Okay, ich habe einen Namen. Aha. Mhm, er wird dir aber nicht gefallen. Aha. Roswitha! Wieso Roswitha? Keine Ahnung, ist gerade mir in den Kopf gekommen. Okay. Roswitha, das Nebulak! Ich glaube, hier auch den Geisterturm werde ich in der Grinding-Montage machen. Vorausgesetzt, okay. Finden noch die VM für Auflockern. Oh mein Gott, hier unten hätten wir auch noch. Weil nämlich oben ist es sehr neblig und ich habe dann echt keinen Bock, durch den Nebel zu schreiten. Na? Mhm. Deswegen gucken wir nochmal eben ganz kurz in den Ruinen nach der VM für Auflockern. Weil das größte Problem ist ja nicht mal der Nebel selbst. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, oh, ich kann nichts sehen. Nee, nee, nee. Das größte Problem ist, ne? Deine Pokémon treffen nicht mehr. Na. Ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich dann echt keinen Bock. So die ganze Zeit da zu sitzen. Oh, mein Pokémon hat wieder mal nicht getroffen. Oh, mein Pokémon hat wieder mal nicht getroffen. Oh, mein Pokémon hat wieder mal nicht getroffen. Ja, das stinkt. Und dann werden natürlich die Gegner die ganze Zeit treffen. Das weiß ich jetzt schon. Schau, wir halten eben noch unser Pokémon. Ich bin so hyped. Noch knapp einen Monat. Dann sind wir wieder in Hoenn unterwegs. Darüber freue ich mich eigentlich weniger. Ganz ehrlich, ich bleib bei meiner Meinung, Hoenn ist die schlechteste Region aller Zeiten. Ich mag Hoenn. Vor allem, ich find's irgendwie mal total lustig, ne? Sehr viele Leute meinen so, Pokémon XY hat ja voll wenig Content und so, ne?
Und weißt du, was dann immer so mit Vergleichseditionen kommen? Ja, guck mal, so Smaragd oder Platin, das hat viel mehr Content. Aha. Ja, natürlich hat die Zusatzedition mehr Content als die Ursprungsedition. Ich meine, was hast du damals in Diamant und Perl gehabt? So gut wie gar nichts. Ja. Deswegen, also teilweise so... Ja, nee. Ich habe einfach keine Ahnung. Ja. So, wir sind in den Trostruinen. Und hier ist ein Stein. Und an einem Stein finden wir nichts. Ich glaube, wir haben hier die Chance, Incognitus zu finden. Toll. Nicht, dass ich unbedingt ein Incognito haben will. Da ist nichts. Der Wanderer möchte jetzt nicht unbedingt mit uns kämpfen, okay. Hier ist auch nichts. Haben wir da drin was? Da geht's nochmal weiter runter. Ah, aber der möchte mit uns kämpfen. Uralte Ruinen voller Incognito. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Incognito fangen will. Wenn wir hier ein Incognito finden, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es fangen will. Das wäre dann so eigentlich unser Opfer. Stimmt, so ziemlich nur fürs Opfern. Für was anderes will ich es echt nicht benutzen. Ganz ehrlich. Nee. Schaus, was machst du? Keine Ahnung, ich bin gerade nach vorne gegangen und dann hat sie dieses komische Geräusch gemacht. Ja. Wahrscheinlich bin ich über die Flasche gefahren. Die ich im letzten Part umgeschmissen habe. Ja, wir sind... Diese schon daran wissen die Leute, dass wir in einem Zug aufnehmen. Nein, in Wirklichkeit liegt die Flasche schon den ganzen Tag da. Genau. So, noch schon mal, das war ja Freitag. In Wirklichkeit liegt die jetzt schon seit Freitag da und ich habe die nicht wegbewegt. Ja. Ja, glaub's mir doch. Ich muss mal echt gucken, wo wir den EP-Taler kriegen. Alter, Misty wird gerade unser stärkstes Pokémon. Oh. Ganz ehrlich, so ziemlich... ziemlich Psycho-Pokémon, ne? Ich würde so denken, ja, komm hier, Nebulak ist total gut gegen Psycho-Pokémon, ne? Aber durch seinen Giftanteil hat es natürlich eine riesige Schwäche gegen gegen Psycho-Attacken und... Ganz ehrlich, Nebulak oder auch Gengar halten nicht sehr viel aus. No. Wie man vermutlich auch mal in den Calamanero-Man-Videos zum Halloween-Turnier sehen wird. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht aufgenommen. Ich meine, jetzt haben wir die Illusion schon längst gebrochen. Hier ist auch wieder nichts. No. Wir haben nicht ein Incognito getroffen. No. Und wir hören... Echt? Ja. Mein Handy liegt aber weg von mir. Keine Ahnung, was du machst, lass es. Ich mach gar nichts. Okay, ich gehe jetzt hier noch eine Etage tiefer. Wow, ich habe einen Donnerstein gekriegt. Jetzt könnten wir unser Evoli zu einem Blitzer machen. Na. Was nicht schlecht wäre in Anbetracht dessen, wie viele Elektro-Pokémon wir noch finden werden. Wir hätten noch eine Chance auf einen Magnetilo, glaube ich. Glaube ich. Oh. Hier ist auch nichts. Ich glaube, hier Nils hat uns verarscht und hier ist gar nicht die VM für Auflockern. Oh, was ist das? Okay, Barry hat, Nils hat uns nicht verarscht. Hier ist die VM für Auflockern. Und ein Nugget! Yay! Und ein Schrägrauch. Yay, jetzt können wir züchten. Und eine Hirntafel, jetzt können wir Arceus ausstatten. Als das Universum entstand diese Tafel aus einem Splitter. Okay, warte mal. Hm? Freund. Warte mal, Freund. So. Nee, warte mal, Freund. Freundschaft. Ah, Freundschaft. Alles Leben bereue. Nee. Bewert? Ach,
Berührt. Anderes. Leben, um etwas Neues und Lebendiges. Lebendiges? Zu erschaffen. Okay. Und unser erster Encounter. Es wird sein ein Inkognito. Ein Inkognito, ein D. Ein D. Für Death. Wow, Level 30. So, Level 20? Okay, es ist keine Kraftreserve. Wir werden jetzt ungefähr eine Ahnung haben, was es für eine Kraftreserve hat. Jetzt ist es irgendwie Hidden Power Gras oder so. Nein, scheint irgendwie Wasser zu sein. Könnte auch Pflanze. Ich schätze mal, die Konfusion wird... Also es muss eine nicht sehr effektive Attacke gegen Misty sein. Da kommt die Konfusion, die macht relativ wenig. Das heißt, ich glaube, die Aquarelle wird auch nicht so viel ausrichten. Denke ich, hoffe ich. Weil irgendwie möchte ich das Inkognito fangen. Irgendwie auch nicht. You know what I'm saying? Nö. Ich glaube, ich heile erstmal eben kurz Misty. Und dann fangen wir, dann werde ich das Inkognito nochmal angreifen und dann einen Ball werfen. Und dann schauen wir mal, wie gut das da läuft mit dem Inkognito. Da haben wir wieder eine Kraftreserve. Aber Misty steckt die saugut ein. Finde ich gut, Misty. Hauen wir noch eine Aquavelle raus. Da kommt noch eine Kraftreserve. Ich bin ja erstmal gespannt. Gehen wir mal ganz durch Wasser, ne? Das heißt, wir können schon mal ausschließen, dass es könnte auch Feuer sein. Ne? Ganz ehrlich, ich könnte ganz leicht herausfinden, ob es Feuer ist, indem ich einfach auf Wilma wechsle, ne? Aber wenn es Feuer ist, dann ist es nicht sehr effektiv gegen Wilma. Das einzige Problem ist, es könnte ja auch Wasser oder Pflanze beispielsweise sein, ne? Und dann ist Wilma am Arsch. Das will ich echt nicht riskieren. No. Okay. Wir haben ein Inkognito gefangen und ich nenne es Alan. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Es gibt ja immer verschiedene Versionen, wie man Alan schreibt. Na? No. Oh ja, stimmt, hier oben war ja nichts. Denn möchte jetzt irgendjemand meinen Gedankengang, warum ich auf diesen Namen komme, wissen? Nö. Okay. Doch, sag. Okay. In dem Anime Dee Greyman ist der Hauptcharakter Alan Walker. Ich weiß. So, Dee Greyman, wir haben ein D-Inkognito. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Okay. Ganz ehrlich, ich glaube, ich setze lieber Nils nach vorne. Während wir in der scheiß Ruine sind. Weil ich doch Riesenschiss vor den Inkognito habe. Auf jeden Fall, wenn ich mit unserem Kadabra vorne bin, mit und Gandalf. Da habe ich echt Riesenschiss. Nachher hat das... Es muss ja nicht mal eine effektive Attacke sein. Abra ist einfach nur verdammt schwach gerade, ne? Mhm. Okay, da war der Typ. Ich habe auch keine Lust, hier noch irgendwas anderes zu gucken. Mir wurde gesagt, die versteckte Maschine auflockern, befindet sich irgendwo in den Ruinen. Ich suche jetzt schon eine Weile nach, aber bla bla bla. Ich habe mich verlaufen. Oh je, hilf mir mal jemand. Ja. Oh, sieh mal an, was wir da haben, die versteckte Maschine auflockern. Sag mal, könntest du mir vielleicht einen kurzen Moment ausleihen? Keine Sorge, hier passiert nichts. Ich werde auflockern meinem Staravia beibringen. Und schon fertig. Danke, das war höchste Eisenbahn. Hier, ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Yay, wir haben ein Grünstück erhalten. Woohoo. Okay, damit haben wir auflockern. Das heißt, ich kann auch den Turm, den ich in der Grinding-Montage machen werde. Aber wir können auch mal das hier eben kurz lesen. Aha. Oben rechts, unten links. Unten links, oben rechts. Oben rechts, oben links, unten links,
Ach so, das ist der Weg zur Maschine, zur VM. Ja. Hätten wir vielleicht am Anfang lesen sollen. Ja, aber dann hätte ich den Donnerstein nicht gefunden. Stimmt auch wieder. Ich werde mir noch überlegen, ob ich das Evoli zu einem Blitzer entwickle. Einfach, an der ich gucken, wie viele Elektro-Pokémon wir noch kriegen werden, weil ich meine, Famara wäre auch nicht schlecht. Ja. Denn die einzigen Feuer-Pokémon, die wir kriegen können, sind Punita und, sind Punita und Leck mich am Arsch, Magby. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, das Magby, ich weiß gar nicht mehr, wo man das Magby findet, ne? Und wir haben nur, glaube ich, eine Chance, Punita zu fangen, also, naja. Gut, Alan kommt hier in die Box und wir gucken mal ganz kurz, was für ein Wesen bist du denn, Roswitha? Forsch, ich habe gerade keine Ahnung, was das erhöht. Ich glaube, es ist ein neutrales. Hat aber echt keinen schlechten Spezialangriff. Und beherrscht Horrorblick, Flucht, Nachtnebel und Konfusstrahl. Interesting, okay. Damit beenden wir jetzt aber auch diesen Part, der ist auch schon wieder recht lang, 36 Minuten. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn er euch gefallen hat, ihr habt es noch nicht getan, drückt auf Gefällt mir und schaltet natürlich auch das nächste Mal wieder ein. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal dann auch wieder und ja, bis dann.